Zeit, den Sextanten zu entstauben, was? So sieht's aus, Leute. Damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Anno 1800. Wir werden jetzt in die neue Welt. Ich werde niemals seekrank. Segeln und uns da. Wie war das? Das bringt auf jeden Fall genau. Haben wir noch Kanonen? Ja, bringt aber nicht so viel Seife. Ja, genau. Süßwassermatrosen wissen, dass ihre Flüsse nur die Tentakel des allmächtigen Meeresgottes sind. Ja. Expedition beginnen! Wir sind 100% Moral. Also, das sollte auf jeden Fall was werden. Wohin fährst du jetzt bitte? Hallo? Was für ein schöner Hafen. Was macht es? Ja, hier kommst du nicht rum. Hallo? Okay. Es fährt dahin, wo es hin muss. Gut, Expedition in die neue Welt und ich sehe gerade, Fisch geht ja massiv runter. Statistik. Produktion an den Inseln. Oh, ja. Fisch geht runter. Sollten wir also schleunigst ausbauen. Könnten wir auch eigentlich schon mal, warte mal. Ja, diese Kolosse sind in Bewegung, Fräulein. Gut. Wie sieht das denn mit... Oh, Seife geht gerade auch massiv runter. Einsatzbereit. Hat diese Insel eigentlich noch Sachen, die... Schnaps. Aber eigentlich, ja eigentlich, bräuchten noch erstmal Fregatten, ne? Beziehungsweise Öl. Wann kriegen wir das denn? Wann kriegen wir Öl? Ja, wir müssen neue Schiffe herstellen. Schoner nicht. Ich muss Fregatten nehmen. Und dafür müssen wir jetzt erstmal warten, dass das jetzt hier wird. Und dann werden wir... Hier müssen wir auch noch Felle herstellen, ne? Irgendwann mal. Also ich habe jetzt noch nicht ganz so einen richtigen Plan. Ihr merkt das vielleicht. Ich bin gerade noch ein bisschen unentschlossen, wie wir das mit den Fenster regeln. Ob wir das wirklich auf einer gesonderten Insel machen. Weil eigentlich möchte ich das schon machen. Ich würde das schon... Ich weiß nicht, wie das mit hier aussieht. Wir haben hier drei Lehmdinger, ne? Also für Fenster brauchen wir... Holz ist kein Problem. Das ist auch kein Problem. Das ist auch kein Problem. Und es wird halt nachher sehr, sehr viel, ne? Aber bis wir hier sind, ist es halt wieder... Also dieser Weg dahin ist halt sehr, sehr beschwert, ne? Weil wir müssen massiv dann Fisch haben, das dann wieder alles runterschrauben und ja. Deswegen weiß ich nicht, ob das so Sinn macht gerade. Oder vielleicht doch erstmal hier alles lassen. Da habe ich gerade wirklich keinen blassen Schimmer. Vielleicht baue ich jetzt erstmal hier noch ein paar Bauernhäuser. Und das mache ich jetzt erstmal. Wir haben hier noch gar keins ausgebaut. Zack. Sag mal. Da. 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 Was? Stinkt nach fauliger Dreck? Warum schimpfst du denn so, Kollege? Ja, ihr habt keine Straße, ich weiß. Beruhig dich. Was haben wir hier? Natürlich im Park. Aktaktivität. Nö. Es gibt noch nicht mal Aktaktivität. Das ist denn ja... Wozu soll ich das denn bauen? Sehe ich überhaupt nicht ein. Hat er mich blöd angewiesen und sein Schlupf
Schnupftabak. Überall verstreut. Sein Schnupftabak. Okay, hier feiern wir auf jeden Fall gerade kräftig. Da. So. Oh, hier brennt was. Wieso brennt hier was? Mobilisieren, aber zackig. Ah, wie wir uns nach dem Meer gesehnt haben. Tag 1 auf hoher See. Expedition in die neue Welt. Oh ja, dann mal viel Spaß, Leute. So, also ich dümpel hier in dieser Folge gerade so ein bisschen rum. Ja, weil ich gerade wirklich unentschlossen bin, wie ich das machen will. Es kann nicht sein, dass wir jetzt hier wirklich ein Fischproblem haben, ne? Hier ist der besser, ne? Ich brauche eine Fregatte. Komm, wir machen das erstmal schneller. Wir bauen die Fregatte. Der Dank geht an die kleinen Feldmäuschen. Dankeschön. Zufriedener sein, glauben Sie mir. Erstmal jetzt hier ein bisschen ausbauen, ja. Wir brauchen Kohle. Und die haben halt alles, ne? Die haben halt wirklich alles. Wir sollten uns jetzt wirklich nochmal auf die Bierproduktion beschränken. Schnell, was die Bierproduktion überhaupt sagt. Wie läuft das hier? Der nimmt Fisch. Okay, warte mal. Okay, das sieht gut aus. So, einmal Statistik nochmal gucken. Alle Inselproduktion, was sagt das Bier? Es ist noch genügend. Aber wer weiß, wie lange, ne? Wer weiß, wie lange. Wurst und Seife fehlen. Wie kommt das denn jetzt? Es fehlt doch keine Wurst und es fehlt auch keine Seife. Hä? Ach so, weil ich die gerade abgegradet habe, ne? Yes. Yes. Schon nice, Freunde. So, was sagt die Expedition? Tag 5 auf der Hohen See. So, das kann ich auch erstmal alles weg. So, wenn wir jetzt die Handwerker, warte mal. Wo habe ich denn überhaupt schon Handwerker? Ich glaube noch nicht, ne? Nee. Ich fühle mich geehrt. Doch, hier. Rum, ja. Warum ist das Problem und die haben kein Essen? Okay. Also Handwerker noch nicht am besten bauen.
Denn wir sind noch überhaupt nicht vorbereitet. Jetzt müssen wir erstmal auf die Fregatte warten, dass die fertig ist. Und machen jetzt auch mal ein bisschen schneller, dass wir diese eine Insel jetzt auch besiedeln können. Da auch nochmal komplett alles ausbauen. Und da dann komplett auf Handwerker stellen. Beziehungsweise das bauen, was die Handwerker brauchen, ne? Komm, 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 let's go, let's go, let's go. Mach fertig. Holz geht runter, aber das müsste eigentlich auch gleich wieder. Schiff vom Stapel gelaufen. Gut. Neue Befehle, Admiral. Ja, neue Befehle. So, du gehst denn jetzt erstmal hier hin und wirst dann einmal. Was brauchen wir? Wir brauchen Holz, ne? Ganz, ganz, ganz viel Holz. Zack. Neue Ziele. Hallo. So, Holz. Dann brauchen wir Fisch. So, Holz, Fisch und Kleidung. Leinen los. Und dann hier hin. Und da bitte einmal alles wegbringen. So. Kommen die denn jetzt oder wo ist das Problem? Auf die alte Dame ist Verlass. Oh Gott, der segelt jetzt. Ja, okay, das ist ja schon eine Ecke. Ja, wobei es geht eigentlich, ne? So ein weiter Weg ist es gar nicht. Ist wirklich gar nicht so ein weiter Weg. Das kann man wirklich so erstmal bewerkstelligen. Den Weg, alle Inseln. Ich muss hier noch einmal schnell reingucken. Also, das sieht gut aus, sieht gut aus, sieht schlecht aus. Schnaps, ich hab's doch gewusst. Das heißt, wir müssen eine Schnapsfabrik mehr bauen, ne? Theoretisch könnten wir auch hier nochmal, warte mal, wie lange geht denn das Rathaus? Genau, wenn ich jetzt hier nochmal eine Kartoffelfabrik herstellen würde, könnte ich doch komplett, zack, 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 weil dann ist der nämlich noch mit im Rathaus, wisst ihr, wie ich meine? Kein Lager, what the hell? Danke. So, der ist jetzt auch angekommen, aber der braucht halt schon länger, ne? Der braucht halt schon etwas länger. So, let's go. Auf die alte Dame ist Verlass. Richtig. Und dann wieder zurück. Zack, zack, zack. Ein letzter Blick. Zack. Und du gehst jetzt wieder hier einmal hin. Was hast du für mich? Oh ja. Nein. Gut. Und ich kann jetzt hier endlich weiter herstellen. Beziehungsweise wir werden erstmal jetzt hier ein Holzfäller und
Gut, da wären wir wieder. In der Zwischenzeit müsste das Schiff auch eigentlich jetzt hier angekommen sein. Gut, dann einmal hier, einmal da, einmal wieder Kleidung. Leinen los. Und dann let's go zur Insel. Ja, und wir müssen... Ja, wir sollten dann auch jetzt mal eine neue Meerwebereien bauen. Wobei, ja, müssen wir. Geht nicht anders. Zack. Die können wir leider noch nicht aktivieren, denn wir müssen mehr. Wir müssen Fenster produzieren. Und das hängt jetzt an, dass wir die Fensterproduktion in Gang bekommen. Aber das sollte jetzt eigentlich gleich machbar sein. Wir die Fensterproduktion brauchen. Wir schlingern ins Ungewisse. Und das hier? Brauchen wir Ziegel. Fuck. Gut, Expedition. Der Ausbruch. Bemannt die Geschütze. Oh. Gut. Schönen Tag auch. Ja, danke. Ich muss jetzt noch einmal kurz auf die Produktion gucken. 10 von 10. 15, das ist klar. 14, 13, 16, 16. Okay. Es kommt je nach Schiffsdings. Aber im Moment ist er noch bei 14. Getreide. Ja, sieht gut aus. 10. Kartoffeln ist noch perfekt. Das ist wegen dieser Rathausaktion. Theoretisch könnten wir noch mal eine Schnapsfabrik herstellen. Müssen wir. Wir brauchen noch eine weitere Schnapsfabrik. Zack. Und wir brauchen Bauern. Wir brauchen einfach noch stinkende Bauern. Also, nicht das Bauern stinken, aber... Wir brauchen Bauern. Heute war ich schon vor den Vögeln wach. Das freut mich, Mademoiselle. Zack. 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 Ja. Theoretisch könnten wir auch diese... jetzt verbinden. Und gut. Damit wir, falls ein Feuerwehr, das, falls ein Feuer ausbricht, ihr wisst, was ich meine, ne? Also. Dass wir da mal ein bisschen machen können. Ah. Nice, nice, nice. Oh. Ihr habt ja sogar noch alles. Okay. Aber ihr werdet bald was brauchen, Leute. Okay. Hä? Was war das? Neue Befehle, Admiral. Neue Befehle. Einmal bitte wieder hier hin. An die Segel und Brassen! Zur Expedition. Ja, sieht noch alles sehr, sehr gut aus. Gut, dann wären wir auch schon wieder fast beim Folgenende. Ja, Expedition ist wie gesagt im Gange.
Und dann sind wir jetzt drauf und dran bei den Handwerkern, jetzt mal ein bisschen was zu machen. Was kostet das denn jetzt hier? Ziegel, genau. Ziegel wollte ich noch rüberholen. Was haben wir hier? Besucher haben. Okay. Ah, Fisch geht massiv gerade runter. Ja, ich glaube, es ist sinnvoll. Weiß ich nicht, ob es sinnvoll ist. Ist schon da. Das ist sehr gut. Gut, Ziegel. Und dann nehmen wir nochmal Fisch und Kleidung. Auch die alte Dame ist verlassen. Und dann wieder hier rüber. So, wir haben jetzt auf jeden Fall einen massiven Fischmangel. Das könnte natürlich ein bisschen jetzt für Ärger versorgen, Ärger verursachen bei der Bevölkerung, wenn sie keinen Fisch haben. Ja, und die Nachfrage geht runter. Gut, wir müssen Fisch bauen. So, zack. Teufel fordert seinen. Gut, die letzte Aktion und dann ist die Folge auch vorbei. Westhaken und Intermesser. Oh ja, das war die gute Entscheidung. Zack. Mais. Haben wir eigentlich was für Fischproduktion in der Handelskammer? Gut, Leute, in der nächsten Folge. Ich bedanke mich natürlich wieder fürs Zusehen. Ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Morgen. Ich hoffe, dass ich das morgen rausbringen kann. Und ja, lasst doch gerne eine Bewertung da, dann weiß ich, dass ich davon mehr bringen kann. Und ja, bleibt gesund. Und dann sehen wir uns morgen. Ciao, ciao.